anderer Aspekt, der zum Marketing gehört, ist ja nicht nur der Vertrieb, sondern eben auch die Kreation. Und da sind in letzter Zeit erstaunliche Fortschritte auch gemacht worden. Und ich habe hier vor 3 Jahren schon mal erzählt, wie das so ist, wenn KI Kunst malt. Also das heißt irgendwie, die nimmt eben bestimmte Bestandteile, lernt daraus und macht was Neues, was man sich dann ins Wohnzimmer hängen kann. Und das kann man natürlich auch noch eine Ebene weitertragen. Und das funktioniert mit einer Technologie, die nennt sich Generative Adversarial Network. Und das läuft so, dass man nimmt praktisch 2 KIs oder 2 Deep Learning Netzwerke. Das eine kreiert ein Bild und das andere ist ein Bilderkennungsnetzwerk, das muss sagen, was es auf dem Bild sieht. Ja? Also das eine macht ein Bild und das andere muss sagen, was steht da drauf. Und die Hürde für das, was die Bilderkennung betreiben muss, die wird sukzessive immer höher gesetzt. Also immer realistischer. Am Anfang ist es eher so ein Abstrakt, dann sagt man, also gut, abstrakt, aber ich erkenne da jetzt vielleicht noch irgendwas. Und dann wird diese Hürde sukzessive immer höher gesetzt. Das heißt, das andere Netzwerk muss sich immer mehr anstrengen, muss also immer realistischer werden. Und es kann so weit getrieben werden, dass Sie nachher am Schluss ein fotorealistisches Bild bekommen. Diesen Burger, den Sie da sehen, den hat es nie gegeben. Das ist ein Foto von einem Burger, der nicht existiert. Der ist jetzt ein bisschen grob pixelig, aber man kann es zumindest ganz gut erkennen. Daneben den Hund, den Fliegenpilz, die Luftblase, der Kaffee existieren alle nicht. Das ist alles von der KI. Und damit kann ich jetzt natürlich Bilder schaffen von Dingen, die gar nicht existieren. Das ist natürlich schon auch sowas wie Disruption, zum Beispiel der Fotobranche oder ähnliches. Und es gibt auch eine Website, die nennt sich Which Face is Real? Können Sie auch mal ausprobieren. Da werden Ihnen immer 2 Porträtfotos gezeigt und Sie müssen sagen, welches ist das echte. Also welches ist wirklich von einem echten Menschen fotografiert worden, mit einem echten Menschen als Bildinhalt und welches ist von der KI erstellt. Erkennen Sie es? Wer sagt, links ist KI? Hand hoch. Wer sagt, rechts ist KI? Rechts ist echt. Ja. Links oder rechts? Links ist echt. Rechts ist KI. Wer ist der Meinung, links ist KI? Wer ist der Meinung, rechts ist KI? Jetzt traut sich keiner mehr. Ja. Links ist echt. Ja. Oder auch hier. Wer ist der Meinung, links ist KI? Hand hoch. Wer ist der Meinung, rechts ist KI? Ja, also die rechts sieht ein bisschen unecht aus, sie ist aber echt. Oder auch im Man erkennt es hier an der Wange von der linken Frau, da ist so ein bisschen, irgendwie sieht ein bisschen komisch aus. Also es funktioniert nicht immer perfekt. Aber natürlich, ich meine, das sieht schon ziemlich gut aus und tatsächlich, meine Bildagenturen, die leben davon, dass sie, und auch Models und Fotografen leben davon, dass sie solche Bilder erstellen und verkaufen. Und jetzt kam hier eine Bildagentur, die sagt, okay, wir haben jetzt 100.000 AI-Fotos, die könnt ihr frei runterladen und damit machen, was ihr wollt. Das ist für die Fotografen, die Models und die Bildagenturen erstmal ein Problem an der Stelle. Und dieses Verfahren kann man auf ganz viele Kreativitäts- oder Kreativprozesse anwenden. Das hier hat Philipp Stark, der Designer, gemeinsam mit Autodesk gemacht, ein ähnliches Verfahren wie in diesem Garn. Da gab es auch 2 Netzwerke und das eine hat immer Vorschläge gemacht für einen neuen Stuhl und das andere sagt, ob das wie realistisch das war. Und natürlich, also man sieht, okay, das sind irgendwie auch Stühle, auf denen man sitzen kann. Die Frage ist jetzt, okay, wird der dann eins zu eins übernommen? Aber zumindest ist es so ein Anreiz, den man vielleicht in so einem Kreativitätsprozess hat, sagt, okay, das sieht ganz gut aus, da würde ich vielleicht hier noch was wegnehmen und dann ist es perfekt. Aber auch für andere Ideen und Innovationen kann man sowas nutzen. Das ist ein Gewürzhersteller und der hat mal geguckt, okay, was habe ich denn für Gewürzmischungen? Was sind denn da für Bestandteile drin? Auch so runter bis auf die chemikalische Ebene. Und welche von diesen Gewürzmischungen haben denn zu Umsatz geführt oder viel Absatz? Und dann hat man einfach mal gesagt, okay, dann KI, such mir mal raus, lernen diese Muster und in welchen Zusammensetzungen auf der chemischen Ebene gibt es denn das noch, das so ähnlich ist und kann ich dann sagen, da mache ich auch dann mehr Umsatz oder Absatz. Und so habe ich auf einmal ein neues Produkt. Was man ja auch kennt oder auch Texte zu schreiben, das gibt es schon relativ lange, wir haben das schon vor 5, 6 Jahren mal getestet, ob man rauskriegen kann, ob so ein Text von einem Nachrichtentext von einem Roboter oder von einem Menschen geschrieben worden ist. Das ist ziemlich schwierig, wenn es nur um Nachrichten geht. Auch das kann man mal ausprobieren. Es gibt eine Website oder so einen Anbieter, Retresco, die stellen nach jedem Bundesliga-Spieltag Spielberichte für jedes einzelne Spiel zur Verfügung. Und wenn man sich das dann anschaut und durchliest, man merkt es kaum. Aber es gibt so ein paar
ja, so kleine Merkmale, wo man dann schon auch merkt, dass da doch vielleicht kein Mensch dahinter war. Grammatikalisch, von der Rechtschreibung her, alles perfekt vom Satzbau. Zum Beispiel das hier, FC Bayern 5:1 gegen Eintracht Frankfurt. Das war am letzten Spieltag der letzten Saison. Und dann schreibt das System, 11 Punkte aus 5 Spielen, so lautet die jüngste Bilanz des FC Bayern München der nun abgeschlossenen Saison. Für den FC Bayern lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan. Ich könnte mir vorstellen, also stimmt zwar, ich meine, wir haben das Double gewonnen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie mal Karl-Heinz Rummenigge fragen, ich glaube, der würde es ein bisschen anders sehen. Ja. Und da zeigt sich schon auch so ein bisschen, was objektiv aus dem Maßstab einer Maschine richtig ist, muss noch lange nicht auch aus unserer Sicht als Menschen auch richtig sein. Und jetzt gut, das sind relativ nüchterne Texte, die kann man schreiben lassen. Aber wie ist das mit künstlerischen Texten? Auch da haben wir schon gesehen, also man kann Lyrik schreiben lassen. Es gibt auch schon irgendwie Kurzgeschichten, die prämiert worden sind, die von der KI geschrieben worden sind. Tatsächlich hat auch jemand versucht, Humortheorie, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt wohl wirklich eine Humortheorie, damit eine KI zu trainieren. Und die erzählt dann so Wortwitze, Puns im Englischen. The Greyhound stopped to get a haircut. Haha. Ja, also noch nicht so richtig lustig. Aber auch sowas funktioniert schon. Ja. Und vielleicht haben Sie das mitgekriegt, es gab ging auch so durch die Presse, dass OpenAI, das ist so, ja, so ein Forschungsverbund, kann man vielleicht sagen, an dem auch irgendwie Elon Musk, der von Tesla, beteiligt ist. Und die haben dann irgendwie gesagt, ja, also wir haben jetzt so ein Text-Engine und der schreibt tolle Fake News und die kann man schon gar nicht mehr erkennen. Und wenn wir das auf die Menschheit loslassen, dann geht alles unter. Das war vielleicht auch so ein bisschen ein Marketing-Gag. Dann hat mal der Guardian hat mal den ersten Satz von 1984 von George Orwell da durchlaufen lassen. Das war völlig gaga. Aber mittlerweile kann man da auch zugreifen und ich habe das dann auch mal ausprobiert. Ich habe dann mal eingegeben, Andreas Wagner, Professor of Digital Marketing at the University of Hof, said that Artificial Intelligence, also Andreas Wagner, Professor Hochschule Hof, hat gesagt, dass Künstliche Intelligenz, und dann schreibt er einen Text dazu. Und dann geht es weiter, has the potential to be used in a lot of different fields. Ja, ne? Also hat das Potenzial, in vielen verschiedenen Feldern genutzt zu werden. Das ist relativ dünn und banal, aber wenn man mal so Interviews durchliest, die sind da meistens auch nicht viel tiefer gehender, wenn man ehrlich ist. Interessant fand ich dann diesen Satz hier. He believes the potential that artificial intelligence will bring is being hidden inside the core of the computer. Also das Potenzial, was Künstliche Intelligenz bringt, ist im Kern des Computers oder im Chip des Computers versteckt oder sowas. Ja, das ist schon eine schöne Formulierung auch. Ja. Und tatsächlich kann man aber auch hier Marketingtexte schreiben lassen. Ich meine, die müssen ja nicht so tiefschürfend sein. Es gibt auch einen Blog, der nennt sich sinnigerweise This Marketing Blog Does Not Exist. Diesen Artikel hier hat ein gewisser Barry Terry geschrieben. Den gibt es nicht. Auch das Foto ist künstlich. Da ist alles künstlich da drin. Und wenn ich solche Texte schreiben kann, kann ich natürlich auch wissenschaftliche Artikel schreiben oder ähnliches, aber im Marketing, damit beschäftigen wir uns ja heute, kann ich das sehr breit nutzen. Und tatsächlich geht das so weit, hier gibt es so Anbieter wie Persado oder Persado, die nutzen angeblich KI, um Werbeslogans zu produzieren. Und behaupten dann also zum Beispiel, dass sie die Betreffzeilen von E-Mail-Adressen formulieren können und hätten damit dann eine viel höhere Klickrate. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber auch hier kann man natürlich sagen, das kann natürlich auch erstmal auch ein Mittel sein, wenn ich mir eh irgendwie eine schmissige Betreffzeile ausdenken muss und dann gibt mir die KI ein paar Vorschläge und dann mache ich irgendwas anderes draus. Also auch da verändert die uns natürlich auch schon, auch wenn es vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut funktioniert, wie die behaupten mit ihrer 50-prozentigen Steigerung. Ja, wenn man das mit Text und Bild machen kann, dann geht das natürlich auch mit Musik. Auch da hat OpenAI so einen Ansatz gemacht mit MuseNet, wo sie eigentlich versucht haben, verschiedenste Liedstrukturen, Musikstrukturen aus verschiedenen Epochen irgendwie Muster zu erkennen und dann, wenn man irgendwas eingegeben hat, dann daraus wieder was Neues zu komponieren. Das funktionierte so leidlich, das ist jetzt erstmal wieder offline genommen, weil man das irgendwie nochmal verbessern wollte. Aber wenn Sie das mal, das Produkt, das Endergebnis sich mal anhören möchten, dann können Sie auf YouTube gehen, da gibt es eine Endlosschleife von jemandem, der KI Death Metal komponieren und performen hat lassen. Das hört sich dann so an. Also, ich bin jetzt kein so Death Metal-Fan, aber der hört sich sonst auch nicht anders an. Wenn man ehrlich ist, das Gleiche für Leute, die es ein bisschen sanfter mögen. Morrissey, der Sänger von The Smith, kennt der ein oder andere. Hier hat jemand genommen halb Texte von Morrissey und dann wurde das System noch trainiert auf Texte von Produktbewertungen für dieses DVD-Soundsystem für Workout. Ja? Und daraus kommen dann auch Texte, die hören sich gar nicht so viel anders an, als das, was Morrissey so von sich gibt. Und tatsächlich kann man heute auch nur aus dem Text passende Musik sich noch dazu komponieren lassen. Also Sie schreiben den Text und die KI liefert die Musik.
auf Basis des Textes. Ja. Also auch solche Dinge gibt es. Und dann gibt es solche Anwendungen, und das finde ich dann ziemlich klasse. Also das ist hier, das wäre vielleicht sowas für so ein Unternehmen wie Chefkoch. Tatsächlich ist es so, diese KI, die sieht ein Rezept und erstellt ihnen dann ein Bild, ein Echtbild vom fertigen Gericht, was sie daraus kochen können. Und das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Das heißt, sie haben irgendwie ein Bild von einem Gericht und dann sagt es ihnen, wie das Rezept dazu aussieht. Und Google hat schon vor einigen Jahren auch eine Technik entwickelt, aus dem Bild eines fertigen Gerichts rauszulesen, wie viele Kalorien das hat. Das funktioniert nicht alles übermäßig gut. Die hatten ja eine Genauigkeit von 30%, aber immerhin, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Also auch solche Dinge werden aktuell erprobt. So, und dann ist natürlich so, wenn ich hier über Einzelbilder, also Standbilder rede, dann kann ich das natürlich auch mit Bewegtbild tun. Wir hatten vorhin ein bisschen technisches Problem, deswegen sieht der ein bisschen zerhackt aus. Der Hintergrund ist hier, das ist schon, also ich habe ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass man Videos faken kann. Da gibt es diesen berühmten Ausdruck des Deepfakes, was vor allem für Pornos genutzt wird, ne? Wo sie dann ihren Kopf reinkopieren können, wenn sie das möchten. Man kann es aber auch anders nutzen, so wie in diesem Fall war das so, das ist der Staatspräsident von Gabun und der hat einen Schlaganfall gehabt. Und dann war der von der Bildfläche verschwunden und dann gab's, das führte schon zu ersten Unruhen. Ja, was haben wir noch, einen Präsidenten oder nicht? Was machen wir da jetzt? Und das wurde dann schon ein bisschen brenzlig, worauf sich dann die Oberen des Staates entschlossen haben, wir stellen mal ein Video online, wo der eine Ansprache hält, damit wieder klar ist, der ist noch unser Präsident. Dieses Wissen um Deepfakes und ähnliches hat aber dazu geführt, dass man das nicht geglaubt hat, dass das wirklich der echte Präsident ist. Der hat auch ein bisschen komisch gesprochen. Also er zuckt so ein bisschen, man weiß nicht, liegt das jetzt am Schlaganfall oder ist es vielleicht wirklich ein Deepfake? Das hat tatsächlich zu einem Putschversuch geführt, der dann niedergeschlagen worden ist. Ja? Aber das zeigt schon ein bisschen, wo da so die Macht der Bilder ist. Im Original ist es deutlich hochauflösender. Ja. Und wenn man jetzt auf einmal Bilder und Videos künstlich erzeugen kann, dann ist das natürlich auch nochmal eine Riesenchance im Marketing oder fürs Marketing. Überlegen Sie sich, Sie können auf einmal einen Werbespot kreieren, wo Sie keinen einzigen Schauspieler bezahlen müssen, keinen Regisseur und nichts. Ja, das macht dann die KI sozusagen. Oder wir haben vielleicht Lebewesen, die gar nicht existieren. Da spricht man von sogenannten Virtual Beings. Brick and mortar retail is not going to survive by just replicating the novelty and putting recommender systems into a store or something. It has to have its own innovative ideas. What Millie can do for retail is both top line and bottom line optimization. Millie can talk to people in front of a store and get them to enter the store by being friendly, by asking them questions, by relating to them. Once they're in the store, Millie can talk to them and explain to them, for example, the features of a product. To actually make Millie work, we train these huge neural networks, and for that we need a lot of data. Video data that we've collected over the past couple of months and years, ever since the beginning of 20BN. So now, in fact, Millie is trained on millions of videos across more than 1,000 actions, and she's able to not only recognize these actions, but understand where in the scene this is happening. Hey! Good morning, Millie. If you keep drinking that coffee, you'll be sweating beads by the end of this. Yeah, you're right about that. Hey, where are you going? Come back! I'm right here. Let's start the exercise. Oh, come on! I've been jumping all day. I haven't. Ja, also sieht jetzt noch ein bisschen abstrakt aus, aber wenn man so will, ein Avatar, aber wirklich, die wird trainiert, da stehen Menschen, das wird aufgenommen und dann werden bestimmte Körperhaltung und Bewegung aufgenommen und die versucht man eben dann auch in so ein System zu übertragen. Die agiert und reagiert auf Menschen. Sieht, wie gesagt, noch relativ abstrakt aus, soll irgendwie im Handel die Leute dazu bringen, dass sie sich bestimmte Dinge anschauen oder ähnliches. Man kann es aber noch eine Ebene weiter treiben. Und da spricht man dann tatsächlich von Virtual Beings, wenn man so will, virtuelle Lebewesen, die vielleicht sogar ein realistisches Antlitz haben und die auch wirklich mit dem Menschen interagieren können. Und wie gesagt, das hier unten ist so ein künstlicher Mensch, sieht schon ziemlich echt aus. Einsatzgebiete sind das Gaming, also dass man vielleicht Spielpartner hat, Avatare oder ähnliches, virtuelle Assistenz in der Arbeitsunterstützung, da hilft mir dann jemand. In der Bildung,
virtueller Trainer, Lehrer oder in Zukunft ist dann hier so ein virtueller Professor, der dann das Gleiche macht wie ich, nur besser aussieht. Oder wer hat in Social Media in Zukunft sowas wie Virtual Influencer? Also Influencer haben wir jetzt schon, aber die gleiche Thematik wird dann von solchen künstlichen Personen übernommen. Ja. Und das ist so ein Virtual Influencer hier rechts. Shudu, das ist das erste virtuelle Supermodel. Die ist wirklich auch so aufgebaut oder aufgezogen worden, kann man sagen, ja, dass die wirklich nur Haute Couture trägt und die Macher verdienen damit Geld. Und man sieht ja auch, also sie ist dann auch mit echten Models irgendwie auf Fotos, wird da rein gefotoshoppt und ähnliches. Noch stärker. Hello, I'm Siren and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. I've got state-of-the-art real-time graphics and an unprecedented level of detail in my eyes, skin and hair. Cool, right? But I'm more than just a collection of fancy pixels. I'm actually being driven by a real human actress and her dynamic motion capture through Unreal Engine. Ja, also hier ist tatsächlich, ich meine, das sieht schon sehr realistisch aus, die Frau existiert nicht, aber dahinter ist jetzt tatsächlich eine Schauspielerin, die diese Bewegung auch macht und dann wird das entsprechend kopiert. Aber wenn ich so ein System habe, mit dem ich das auch trainiere und dem ich verschiedene Bewegungsabläufe einstudiere oder erlernen lasse, dann kann das auch sich so wie in dem ersten Film dann auch eigenständig bewegen. Und ja, das ist die Schauspielerin, die dahinter steht. Und wie gesagt, das führt dann dazu, dass man auch solche virtuellen Influencer hat, wie hier Lil Miquela, die vielleicht so die erfolgreichste ist, 1,6 Millionen Abonnenten, die all das macht, was ein Influencer halt so macht. Das heißt, die singt sogar und die macht Werbung und die erzählt was über ihre Spotify-List und weiß der Henker was, verdient damit auch ordentlich Geld. Jetzt kann man sich die Frage stellen, naja, also geht es bei Influencer eigentlich nicht immer um Authentizität? Keine Ahnung, vielleicht in Zukunft nicht mehr. Also 1,6 Millionen Follower sprechen auch eine Sprache. Und das Interessante dabei ist, ich habe jetzt auch noch dazu noch ein Video dabei, die wird auch tatsächlich wird immer besser. Also am Anfang ist es noch, sieht man noch deutlich, dass es computerisiert ist. Und gleich in den Werbespot sieht man aber auch, dass das schon auch wirklich teilweise sehr realistisch ist inzwischen. Right into it. I want to ask you about the production side of your music, because I know that you produce all of your music, you make your beats. So what inspired you to get involved in that aspect of it? Everything seemed unimaginable when I was just a few lines of code. I love creating new things. My intention is in being lucky forever and bringing compassion to the world. I just dropped a bunch of songs I'm obsessed with in my Spotify playlist. Go check them out. Don't sleep on it. Ja, ne? 1,6 Millionen Follower. Und inzwischen nehmen solche Dinge auch große Firmen auf, also nicht nur so ein, was oben am Rand stattfindet. Kentucky Fried Chicken, die haben ja immer dieses Icon hier von ihrem Gründer Colonel Sanders, der so aussah. Und da hat man sich auch überlegt, den müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen jünger machen. So sieht der junge Colonel Sanders aus. Und auch das ist ein Virtual Being. Ja, mal alt und neu im Vergleich. Und der lebt auch so das typische Leben eines Influencers, zumindest auf seinem Instagram-Kanal. Ja. Zeigt, was er hat. Und kommt dann auch zu irgendwelchen Eröffnungen von neuen Restaurants. Also, ne, der war natürlich nicht da, sondern der ist dann reinkopiert worden, aber die Leute da hinten sind echt. Und das passt bei Kentucky Fried Chicken eigentlich sowieso in eine Werbestrategie, die sowieso schon relativ ausgeklügelt ist. Die haben ja auch eine Menge Merchandise. Das finde ich ganz lustig hier. Die hatten auch mal vor einiger Zeit konnte man mal so eine Bräunungscreme kaufen von Kentucky Fried Chicken, damit man Chicken Crispy wird in der Sonne oder sowas. Ja. Und tatsächlich das Neueste ist, kann man auch ausprobieren, auf Steam gibt es jetzt ein Dating-Spiel, wo man Colonel Sanders unter die Haube bringen muss. Also das passt da irgendwie alles so rein. Ne? Also das ist so die moderne Form des Marketings heutzutage.